Neustein hat 20.000 Einwohner, liegt am Inn in wunderschönen Tirol und die Hauptattraktion ist natürlich die Festung hier hinter mir. Und hier seht ihr den Inn. Es ist heute noch etwas frisch, aber die Sonne scheint. Und hier wieder der Inn und hier die Promenade am Inn. Natürlich gehen wir jetzt auch noch mal ganz klar in die Altstadt rein. Da gibt es bestimmt auch das ein oder andere zu sehen. Und dann auch auf die Festung. Heute hier in Kufstein. Hier die Römerhofgasse ist eigentlich die Altstadt mit historischen Häusern von Kufstein. Auf der Festung 13 Euro pro Person kostet das und jetzt habt ihr die Möglichkeit zu Fuß raufzugehen oder mit der Panoramabahn Kaiser Maximilian diese zu nutzen, die paar Meter. Ich gehe zu Fuß. Für das Fußvolk. Ja, und da geht's rauf. Mit Dach sogar. Schon mal tolle Ausblicke hier genießen. Wow! Da geht's ja wirklich ganz schön rauf. Und jetzt geht's so langsam rein in die Festung und wir schauen uns das Ganze gemeinsam ganz entspannt an heute. Festung Kufstein in Tirol. Ja, natürlich, von der Festung gibt es fantastische Aussichtspunkte auf das Umland und auf die Stadt. Ist das nicht schön hinter mir? Ihr habt hier die Möglichkeit, auf der Befestigung oben oder auf der Burgmauer rumzulaufen. Und die wunderschöne Bergwelt zu genießen. Jetzt sind wir hier tatsächlich in der Folterkammer gelandet. Der Henker mit seinem Mordwerkzeug. Hier auf der Festung gibt es 7 Türme, in denen auch verschiedene Ausstellungen drin aufgebaut sind, zu verschiedenen Themen. Wirklich gut gemacht. Alles kann ich euch natürlich nicht zeigen. Ich habe euch jetzt zum Beispiel die Folterkammer ein bisschen gezeigt. Aber echt interessant und informativ. Der Arme wurde bei lebendigem Leibe gekocht. Zum Glück gibt es derartige Foltermethoden nicht mehr. Richtig grausam.
Und jetzt geht's hier in den sogenannten Felsengang. Mal schauen, was uns da erwartet. Auf jeden Fall ist es schön kühl hier, aber elektrisches Licht gab es damals bestimmt nicht. Na, die Hälfte wäre wohl geschafft vom Felsengang. Was natürlich auch richtig gut ist, hier immer diese sehr informativen Infotafeln. Zur kurzen Orientierung, wir kamen jetzt von da hinten, na? Von da hinten, ja, wo mein Finger hin zeigt. Wir waren jetzt in dem Bereich und jetzt geht's rauf zur Burg und da ist der Weg darauf. Hier. Und immer wieder fantastische Ausblicke von der Festung auf Kufstein. So, jetzt war ich auch noch im Heimatmuseum hier auf der Festung. Wirklich interessant und sehr abwechslungsreich gestaltet. Ein bisschen was habe ich euch ja gezeigt. Und hier hinter mir seht ihr den Burghof mit einem Gasthaus. Jetzt bin ich noch in der Festungswirtschaft und genieße ein Wiener Schnitzel, freue mich schon drauf. Mit diesem wunderschönen Blick auf Kufstein möchte ich mich für heute verabschieden. Die Festung ist auf jeden Fall wirklich sehenswert. Ihr habt hier viele Ausstellungen zu verschiedenen Themen, tolle Ausblicke auf die Stadt und natürlich die Tiroler Alpen außenrum. Einfach ein Traum. Es lohnt sich hier mal vorbeizuschauen und auch die Stadt ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, jetzt geht's dann weiter mit der nächsten Station meiner kleinen Österreich-Tour. Freut euch drauf, wo es hingeht. Und wenn ihr noch nicht genug von Bergen gesehen habt, dann schaut gerne mal mein Video aus Garmisch-Partenkirchen oder klickt auf das Video aus Bibione. Dort gibt's Strand pur. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Reisetriemer. Bis dann.